Sport war bei mir immer im Vordergrund. Und Schule ein bisschen dahinter. Am Anfang wollte ich Sportler werden, aber wenn man älter wird, werden auf jeden Fall andere Entscheidungen kommen. Ich habe mich immer interessiert, zum Beispiel wie eine Brücke aufgebaut ist. Da habe ich mich auf jeden Fall entschieden, dass ich halt schon Richtung Bauwesen gehen will. Ich habe schon ein bisschen gearbeitet auf der Baustelle, so handwerklich. Und ich wusste schon, um ehrlich zu sein, sofort, dass ich das nie ganzes Leben machen will. Ich wollte auf jeden Fall studieren. Dieses Dualsystem hat mir richtig gut gefallen. Dass man erstmal mit Ausbildung anfängt und dann ganz langsam mit Studium auch anfängt. Deswegen war das auch richtig gut für mich, weil ich da bei der Ausbildung meine Sprachkenntnisse noch besser beherrschen konnte und mich immer so entwickeln konnte. Bei dem Studium ist schon halt ein bisschen schwieriger. Ich bin Philipp Babiczuk, ich studiere Baubetriebswirtschaft im Dualsystem und ich bin 23 Jahre alt. Erstmal muss man sich auf jeden Fall bei Betrieb bewerben und muss man daran denken, dass man auch sich um einen Studienplatz in Hochschule auch bewirbt. Und das ist halt bei mir leider nicht gelungen am Anfang, weil ich da kein, wie gesagt, Deutschzertifikat hatte. Und habe ich ganz normal mit Ausbildung angefangen. Als ich auf der Baustelle war, ich konnte fast kaum verstehen. Ich habe versucht, so wenig wie möglich mit den anderen Leuten zu sprechen, damit die auch nicht merken, dass ich aus dem Ausland komme. Erst ein Jahr später, wo ich schon dieses Deutschzertifikat hatte, habe ich erstmal auch in Osnabrück beworben. Was man da lernt, zum Beispiel, was für eine Aufgaben hat Bauleiter auf der Baustelle. Unsere Aufgabe ist zum Beispiel, die alle Ausführungspläne anzugucken. Da steckt drin auch ganz viele wirtschaftliche Sachen, sowie Vergabe- und Vertragswesen. Der stört mich nicht. Der und der, die berühren sich hier. Jetzt mit der Zeit komme ich immer besser klar und verstehe ich halt jetzt fast alles. Der Trainer hat uns immer gesagt, dass wir nie aufgeben sollten. Und das habe ich auf jeden Fall vom Spielfeld auch noch mitgenommen für mein Berufsleben. Wenn ich da Fußball nicht gespielt hätte, könnte sein, dass ich vielleicht doch aufgegeben würde, weil das halt sehr schwierig mit der Sprache ist. Jetzt sage ich mir, wenn die Leute mich verstehen und die wissen, was ich da meine, dann ist alles gut.